Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. China ratifiziert Pariser Klimaschutzabkommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hat das Parlament in Peking den Vertrag angenommen. Es wird erwartet, dass US-Präsident Obama, der am Morgen in Hangzhou eintraf, die Vereinbarung ebenfalls ratifizieren wird. Beide Länder sind zusammen für 38% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. EU-Außenministertreffen in Bratislava. Ein Thema in der slowakischen Hauptstadt war erneut das Verhältnis zur Türkei. Die EU will einerseits mit Ankara kooperieren, drängt aber auf eine Demokratisierung des Landes. Außerdem soll es heute um die Bekämpfung von Terrorismus gehen. Rajoy scheitert erneut mit Regierungsbildung. Spaniens amtierender Ministerpräsident hat auch die zweite Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Sollte es bis Ende Oktober keine Regierung geben, müssen die Spanier voraussichtlich im Dezember erneut wählen. Bombenanschlag auf den Philippinen. Dabei wurden 14 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt. Der Sprengsatz explodierte auf einem Markt in Davao, der Heimatstadt des neuen Präsidenten Duterte. Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf. NASA veröffentlicht erstmals Fotos vom Nordpol des Jupiter. Die Aufnahmen wurden von der Sonde Juno geschickt. Die NASA will erforschen, ob der Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems, einen festen Kern hat und wie viel Wasser es dort gibt. Das Wetter, heute teils heiter, teils wolkig. Im Norden und Nordwesten vereinzelt Schauer. Im Süden und in der Mitte meist freundlich und trocken, Höchstwerte 19 bis 30 Grad.